So, ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur New Woodshire. Ja, ich bin gerade den letzten Rest noch am Pflügen, den der Helfer übrig gelassen hat. Danach geht es dann weiter mit dem nächsten Feld, da fahren wir dann direkt hin und pflügen da weiter. Unterwegs würde ich sagen, reparieren wir einmal, weil schon 20%. Natürlich ist es nicht so viel, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht, ne? Problem ist halt, wenn der irgendwann steht und nichts mehr macht, dann habe ich ein Problem. Dann muss ich so oder so reparieren auch. Ah, nein, ah, sorry, Motorhaube. Ja. Ja, wenn du mich mal kurz hier drehen lässt, dann darfst du auch weiterfahren. Mein Gott. Die sind aber heute echt aggressiv. Da habe ich dann nur ganz kurz die Motorhaube gestreift im Reifen, also bitte. Nee, also wie gesagt. Ich will das Zeug da weg haben, dass es halt eben auch so aussieht, als würde es nicht gepflügt sein. Und brauchen wir zwar beim Gras eigentlich nicht, aber mein Gott. Hat auch nicht mehr Ertrag gegeben, so im Vergleich. Natürlich, der Ertrag war generell nicht schlecht, muss man ganz klar sagen. Also egal, ob jetzt gepflügt oder ungepflügt. Der war schon echt ganz gut. Und ja. Ja, müssen wir mal gucken. Also vielleicht machen wir irgendwas anderes noch drauf hinten auf der einen Wiese. Weil so viel Gras brauchen wir eigentlich nicht. Und eigentlich würde ich ja ganz gerne noch eine Wiese hinzunehmen. Mir fällt gerade ein, ich muss noch das eine Grashäufchen da wegmachen. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Das machen wir jetzt gleich als erstes. Wie gesagt, kurz reparieren. Kurz mit dem Hochdruckreiniger drüber. Dann rüber. Obwohl, der wird ja eh wieder dreckig. Wir fahren direkt rüber. Ja, ich warte quasi nur noch aufs Unkraut, damit das auch einmal runter ist. So wie es jetzt aktuell aussieht, 18 Uhr. Dann ist aber auch schon der dritte Tag rum. Ne? Dritte Tag, seitdem wir Pferde haben. Wir haben einen Tag ohne Pferde. Also im Groben 4 Tage, die ich jetzt hier schon gespielt habe. Und davon eigentlich nichts vorgespult. Ne? Also ganz klar. Es ist eine Karte, da macht man sehr viel selber, oder ich mache sehr viel selber hier. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass es mir eben Spaß macht. So. Den Kollegen. Und muss auch ganz klar sagen, es macht ja auch eigentlich echt Spaß. Also so ist es ja nicht. Ne? Die Karte ist super, alles tutti, einigermaßen. Also ich komme einigermaßen damit klar mit den Standardgeräten plus halt eben Mix aus Mods und so. IC fehlt mir sehr, das muss man ganz klar sagen. Ich kann viele Sachen auf Parken stellen, das ist schon mal ganz gut. Dann tappe ich nicht überall rein, das ist gerade bei vielen Geräten eigentlich wichtig, ne? Also für das Multiplayer-Projekt und so. Ja, wie gesagt, also mir macht es ja schon irgendwie Spaß, ne? Aber es ist halt nicht mehr so dieses Feeling von damals, es ist halt wirklich durchgehend irgendwie was zu tun gibt und so. Und das macht einen dann doch irgendwie traurig, wenn man es anders gewohnt ist. Ich glaube, das ist es. Ich denke, das ist es halt hauptsächlich. So, die letzten Grashalme, die wir jetzt hier noch wegnehmen, oder Heuhaufen, wie auch immer. Hier vorne lag irgendwo noch ein kleiner Haufen. Die Sache, das ist nicht einfach manchmal zu erkennen, wo noch was liegt und wo nicht eben. Und deswegen bin ich da anfangs auch so akribisch drüber gefahren. Nein! Oh. Ernsthaft? Keine Chance. Ja, das ist mir schon ein paar Mal jetzt passiert, auch mit anderen Geräten. Tja, steckst du nicht drin, ne? Oder steckst du schon drin, willst aber nicht wahrhaben. Ah. Nur weil du jetzt was höher hängst. Ja, okay. Ich verstehe. Nicht cool. Ah. Was steckt der im Zaun fest?
Ja, das sind so Sachen, die sollten vielleicht nicht passieren. Aber das ist halt, wenn du so teils noch durch den Zaun durchfahren kannst, dann passiert das schon mal. Ist aber nicht schlimm. Also um Gottes Willen. Ne? Das, wie gesagt, im Schwader war das eben nicht so geil. Aber auch das passiert. Ich hätte eigentlich von der Seite hier direkt ansetzen sollen. Wäre das gar nicht so extrem eskaliert. Ja, willst du nicht? Du willst es doch auch. Komm. Komm schon. Oh. Vielleicht jetzt mal mit voller Wumme dagegen? Nein. Der hängt sowas von fest. Kriege ich da vielleicht irgendwie wieder rausgedrückt oder so? Nee. Das ist ganz schön ungeplant gerade. Das nur wegen dem kleinen Heuhäufchen da. Oh Mann, ey. Kannst doch keinem erzählen. Ja. Das macht gleich Wumms und dann liegt er hinten bei der BGA. Komm schon. Du willst es doch auch. Komm. Nein. Nicht festhängen. Ja. Hey, komm. Noch ein bisschen. Ja. Ah. Gut, wenn der Traktor festhängt, ist es nicht so schlimm. Ja. Ja. Sag ich doch. Geht doch. Tja, wenn der Traktor festhängt, wäre es nicht so schlimm gewesen. Hätte ich zurücksetzen können. Der Ladewagen zurücksetzen, das wäre nicht so cool gewesen. Weil, ist so. Dann wäre das Täusch weg gewesen. Wäre jetzt nicht schlimm gewesen in dem Sinne, aber so ist auch schöner jetzt. Jetzt nochmal gegenrasseln und dann ist er auch frei. Ja. Haha. Das Grashäuschen ist da. Müssen wir es anpeilen. Und dann passt das doch wieder. Ich meine, ich habe ja schon Glück, ne? Das hätte auch schlimmer ausgehen können, dass wir nämlich die ganze Ladung auch verloren hätten. Das wäre ja Katastrophe gewesen. Also wenn man so übereifrig da rückwärts reinbrettert. Er hat es nicht mitgenommen. Ich weiß auch warum. Man sollte den Pickup auch runter machen. Jetzt hat er es. Genau, erstmal abwürgen. So, dann haben wir das nämlich auch erledigt. Das Klicken waren jetzt übrigens die neuen Sounds beim Allrad. Habe ich jetzt schon ein paar Folgen drin. Ich glaube, noch nie erwähnt. So, jetzt gucken wir einmal. Müsste aber alles gewesen sein. Jupp. So, dann kann nämlich auch das Flügen losgehen. Das Täusch ist noch reinfahren, einmal sauber machen, einmal reparieren und dann sind wir durch. Und dann müsste ich auch schon fast mich drauf vorbereiten. Also ich habe, glaube ich, noch eine Mission mit Düngen. Müssen wir jetzt gleich mal gucken, was der hier noch machen kann. Aber der hat auf jeden Fall mit Sicherheit eine Aufgabe. Also da gehe ich mal von aus. So. Ja, passt doch. Wunderbar. Bevor ich jetzt eben das Zeug abliefere, mal kurz reparieren und sauber machen. Und dann passt das doch. Hier steht unser Dreschkasten. Leider Gottes keine Aufgabe momentan für den. Also verdient er auch kein Geld. Das ist schlecht. Wenn man einen eigenen Dreschkasten hat, sollte er auch im Einsatz sein. Aber das ist wie mit allem Saisonware und so. Also der Ladewagen wird relativ zügig sogar sauber sein. Der war jetzt nicht so dreckig und ich hatte ihn vorher schon ordentlich sauber gemacht einmal. Aber der Schlepper, der ist natürlich High-End, ne? Die Scheiben hast du ja fast nicht mehr viel durch, also nicht mehr viel durchgesehen, ne? Fast nicht, ist übertrieben.
also fast nichts mehr durchgesehen, ist übertrieben. Der wird auch nicht so schön dreckig, aber das ist nicht schlimm. Dafür hat er animierte Sachen und so, das passt schon. Bisschen Schwund ist immer. So. Schöner wäre natürlich, wenn beides vorhanden wäre, aber mein Gott. Gut, einmal leer machen. Es gibt auch ein Teil, was ich eigentlich mal auftanken müsste. Ich glaube, das ist sogar der Case. Irgendein Traktor ist auf jeden Fall ganz schön leer. Tja. Wo die nächste Tankstelle ist, ist eine gute Frage. Ah, da Richtung Butcher, unten unterhalb des Shops. Das ist, glaube ich, auch die einzige. Naja, wie gesagt, das wäre dann demnächst noch so ein Ding, dass man mal alles auftankt oder so. Da könnte man mal schön Follow Me testen und so. Also, wie gesagt, Follow Me mit Flügen, das ist halt eben so das Ding der Dinge. Hat eine Zeit lang nicht funktioniert. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt halt eben funktioniert. Und ja. So, schön. Hier passt auf jeden Fall dann nachher noch ein Ladewagen daneben. Ladewagen für die Ballen und so. Nebenan die Scheune, wo die ganzen Ballen dann rein sollen. Da müssen wir dann auch mal gucken. Ich glaube, 8 ist eigentlich ganz okay von der Höhe. Ja, wie gesagt. Also eigentlich sind es ja 4, weil es stackt auf 4 hoch. 6 wäre natürlich auch noch optimal, aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Auch wenn es manchmal schön wäre, ist es nicht. So, dann machen wir jetzt einmal leer. ...30.000 heißt, eine Tour würde noch gehen. Bei 40.000 mache ich dann auch den Cut. Wenn ich jetzt gleich ein bisschen übrig... Obwohl, kann ich direkt machen. Machen wir den nämlich einmal voll. Man weiß ja nie. Ja. So. Dann machen wir den, wie gesagt, noch voll und dann geht es auch wieder ab. Ich sage ja, das würde dann auch die Tour sein mit Kalk. Ne? Kalker. Weil... Da kann ich es halt eben ausprobieren und wenn es schief geht, dann muss ich nur einen Anhänger reindrücken und den anderen kann ich dann vernünftig nutzen dafür. Ich bin mal gespannt, ob das klappt oder ob der halt wirklich nur für die Mission irgendwie gebucht ist oder so. Ich weiß es nicht. Also mit Kalk habe ich es noch nie ausprobiert, mit anderen Sachen schon. Ja, wie gesagt, müssen wir mal gucken. Wäre auf jeden Fall eine Maßnahme, wenn das funktioniert. Ich weiß, bei Erntemaschinen geht es nicht. Bei Anhängern, keine Ahnung. So. Ja, der Kollege ist so leer. Ich glaube, wir fahren jetzt direkt mit dem Eimer tanken. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Schade ist echt bei dem, dass da nichts animiert ist. Ich brauche jetzt auch nicht blinken oder so, das seht ihr eh nicht. Aber das habe ich gesagt, wenn das noch wäre, das wäre echt mal eine schöne Sache. Ne, aber viele kriegen das irgendwie, oder ich sag mal so, ich weiß, es ist kein leichtes Unterfangen, da alles halt zu animieren drin. Und Giants hat irgendwie damals das Ganze auch nicht hinbekommen, keine vernünftige Erklärung dazu gemacht. Es ist eigentlich sehr XML-lastig und halt hier und da, damals war es Coronas, ich weiß gar nicht, wie das mit dem neuen Leuchtsystem noch funktioniert. Aber ich glaube, zu wissen, zu meinen, dass es Armaturen-Pack, also das, was eben quasi die Armaturen, dass die Armaturen trotzdem noch immer mit Coronas laufen. Bin ich mir relativ unsicher. Keine Ahnung. Naja. Ja. Wir drehen den jetzt noch einmal und klappen den mal aus. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ganz seht ihr das dann eh nicht, ist klar. Aber dann haben wir zumindest schon mal angefangen. So. Hier ist das Ganze eh ein bisschen... Ist ja quasi der Feldeingang. Also ich will auf jeden Fall ein paar Touren außenrum per Hand ziehen und später hoffentlich dann einen Helfer einschalten können, weil der Helfer kommt natürlich mit so Ecken, Kanten und Winkeln nicht klar. Ne, das ist logisch. Da habe ich auch kein Problem mit.
Wenn ich hier nicht alles erwische, dann ist es halt so. Aber Hauptsache, es ist einigermaßen dran. So, ich mache da mal jetzt noch einen Screenshot von. Und dann seid ihr auch schon wieder entlassen. Ich bin weit gekommen. Ich mache das Feld hier fertig mit Pflügen, dann wird angesät. Und dann sind wir hoffentlich auch durch. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.